Radio SAW deckt auf. Die kleinen Geheimnisse des Alltags. Der Volksglaube unserer Vorfahren bezeichnet die Zeit zwischen Heiligabend und dem Dreikönigstag als Rauhnächte. Der Sage nach soll in diesen 12 Nächten der germanische Gott Wotan zusammen mit seiner Gefährtin Holda unter Hundegebell das Heer der Verstorbenen angeführt haben und wild durch das Land geritten sein. Die Zeit zwischen den Jahren war für den Menschen damals unheimlich und sie wappneten sich gegen Geister und Dämonen. So wurden früher Ställe und Häuser mit einer bestimmten Kräutermischung unter Segenssprüchen ausgeräuchert, daher auch der Name Rau- bzw. Rauchnächte. Außerdem durften keine Wäscheleinen aufgespannt werden, damit sich die Himmelsreiter um Wotan nicht darin verfingen und so Unglück über das Haus brachten. Auch Bettlaken durften nicht gewaschen und zum Trocknen aufgehängt werden, weil, so der Glaube damals, das Laken von den Himmelsreitern mitgenommen und im Laufe des Jahres als Leichentuch für den Hausbesitzer zurückgebracht wurde. Alles keine schöne Vorstellung, aber so war das früher. Ihr könnt dran glauben oder ihr benutzt einen Wäschetrockner. Davon steht nämlich nichts in der Sage der Rauhnächte. Radio SAW deckt auf. Gibt's auch als Podcast und zum Nachhören in unserer App oder auf radiosaw.de.